Und hiermit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Enderal. Wir sind immer noch dabei, zum Tempel, zum lebenden Tempel zu kommen. Und haben hier jetzt auf dem Hügel eine Rast gemacht. Und jetzt machen wir hier einfach mal weiter. Und schauen wir mal, ob wir zum Tempel finden. Und ob Vesper hier aus den Bugs noch rauskommt. Und auf wie viel Ärger wir noch stoßen. Ja, ich habe nämlich... Bin ich mal gespannt, weil hier ist ein Haus. Und was sich da drin... Vermutlich ist das natürlich nicht der Tempel. Wir haben den Tempel auch, glaube ich, schon gesehen. Ich dachte von... Oder vor... Ja, letzte Folge, dass das da oben der Tempel ist. Aber wer weiß, vielleicht lag ich da auch vollkommen falsch. Ah, der steht aber sehr komisch da, der Typ. Und vielleicht verlaufen wir uns auch einfach gerade. Das... Oh! Piratenturm? Ja, da. Das sieht aber sehr... zwielichtig aus, diese Person. Aber schön, dass wir den Turm gefunden haben und... Ah, gibt es hier etwa die Eier? Oder eine der Eier, die wir sammeln müssen, weil dann wir müssen ja auf jeden Fall noch ein paar Eier für unseren Kumpel da sammeln. Schauen wir mal. Ja gut, wird jetzt nicht angezeigt, ob es zur Quest gehört, aber ich habe die Quest auch nicht markiert. Aber ich denke mir auf jeden Fall, dass wir hier unten falsch sind, also laufen wir ganz schnell wieder hoch. Und wegen den letzten Tagen, da kamen mir die Folgen etwas später, da tut es mir leid. Es ging einfach nicht anders, mein Internet ist momentan, also jedenfalls Upload. Ist richtig, richtig schlecht. Normalerweise komme ich bis auf 2000. Von der Upload-Zahl. Dann wird, glaube ich, mal Kilobytes oder so genannt. Und also quasi 2 Megabyte, so grob gesagt. Und jetzt ist es halt 0,5 Megabyte. Und wenn man bedenkt, die 2 Megabyte waren so oder so nicht viel fürs Uploaden. Da hat so ein Video ja locker schon mal bis zu einer Stunde gedauert. Und wenn jetzt ein Video halt so grob 3 plus oder 4 Stunden dauert, dann ja, dann ist es nicht ganz, dann bin ich halt nicht ganz so erfolgreich, wenn ich das Video erst aufnehme, weil normalerweise habe ich das Video immer in der Früh so wegen aufgenommen, so bis spätestens 3 müsste das Video dann fertig sein, damit doch alles rechtzeitig hochkommt. Das sieht aber schick aus. Und ja. Und wenn ich halt noch diesmal Schema gehe und dann auf einmal ist das Internet lahm, dann haut so, das nicht mehr hin. Das ist er. Der Kristallwald. Irgendwie schön, oder? Der Tempel ist nur noch ein kleines Stück von hier. Die Kommandantin. Wo ist meine Maus? Die Kommandantin der Garde nannte diesen Tempel den lebenden Tempel. Was meinte sie damit? Das ist eine alte Sage. Es heißt, dieser Tempel hat eine Art Bewusstsein. Das soll auch der Grund für die seltsame Vegetation und den immerwährenden Winter hier sein. Okay, immerwährender Winter. Ja? Winter is coming. Gut, dann mal los. Gern. Ja, komm mit, Jesper. Ich find's ja echt ganz schick. Und wir kriegen keinen Arkanistenfieber. Das ist auch schon mal ganz schön. Da fällt mir auch ein, wir haben den Ambrosia, den wir mal bekommen haben, glaube ich, noch gar nicht getrunken. Das könnten wir bei Bedarf mal machen. Ich würde ja gerne auch hier hinten weiter lang gehen. Aber zum Tempeleingang geht's hier hin und... Warum dann so lange drumherum spielen? Kommen dann auch schon irgendwann hin. Und, was ist hier? Ah, sehr schön. Einfach gar nichts, einfach schwarz. Oh! Hätte man jetzt auch besser lösen können mit dem Schwarzen. Na, könnt ihr auch zaubern. Oh. Die können nicht zaubern, vielleicht, aber die machen mir sehr viel Schaden. Und wenn ich jetzt Pech habe, sterbe ich. Ambrosia können wir gleich mal nehmen, jetzt haben wir es schon genommen. Haben wir noch einen Trank? Lebensregeneration festigen? Ist jetzt ja nicht das, was wir unbedingt wollen. Genesungstrank. Ja, dann nehmen wir mal einen Trank. Euer Kanistenfieber hat sich gebessert, steht zwei Dotten. Aber so ganz stimmt es ja nicht. Ich laufe jetzt einfach mal die ganze Zeit umher. Könnte auch mal meinen Geisterspatzbär rufen. Wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. So. Und jetzt helfe ich ein bisschen Jesper. Oh. Hat er ja AOE oder wie? Aber gut, mein Bär hält ihn da hinten zurück. Das ist ganz schön. Er wird wahrscheinlich jetzt sterben, aber... Kann ich den aussaugen? Jo, kann ich.
Das ist schön. Ah, ich wünschte, wir hätten ein höheres Level und könnten da endlich mal auch Ausdauer und sowas mitnehmen. Aber Mana vor allem, dann wäre es richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie man die am besten bekämpfen würde, weil wir kriegen ja anscheinend so oder so Damage. Das heißt, Pfeil und Bogen wäre eventuell eine Maßnahme. Aber gut. Hey, haben wir jetzt keine Erfahrung dafür bekommen? Das ist ja... Was? Sprich dich aus, Jesper. Sprich dich aus. So, dann machen wir ganz kurz mal einen kleinen Quicksave. Und dann will ich schnell mal was gucken. Denn wir sind hier schon sehr nahe, mehr oder weniger an unserem Ziel. Und... Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht, ne? Und da dachte ich mir, vielleicht können wir das... Jetzt ganz so spontan, vielleicht können wir... Wir haben noch einen Levelpunkt. Vielleicht können wir den sinnvoll einsetzen. Und dann dieses Aussaugen besser machen. Ziele verschlingen. 20% Lebenskraft und Ausdauer und auf Stufe 3 dann endlich auch Mana. Ach, schade. Naja. Gut. Müssen wir jetzt damit leben, dass wir nicht mehr bekommen können, quasi. Oh. Ja, jetzt dachte ich für eine Sekunde, es hängt aber anscheinend auch nicht. Naja, aber wir dürften ja eh bald ein Level Up haben, oder... Ich sag mal so, Level Ups gehen ja relativ zügig. Man muss schon bedenken, wir sind ja in dem Spiel schon Level 13 oder 14. Und ich habe ja das mit den Lernbüchern quasi die ganze Zeit nicht gemacht. Außer jetzt habe ich halt so ein bisschen angefangen und ein bisschen meine Entropie hochgepusht. Wobei ich auch nicht so genau weiß, was es mir im Großen und Ganzen bringt. Wahrscheinlich einfach nur stärkere Zauber. Mal gucken. Erfahrungspunkte, ja. Wir sind bald Level Up. Dauert nicht mehr ganz so lange. Aber das ist schön, dass wir jetzt die Entropie, also das Aussaugen, weitergebracht haben. Wollen wir natürlich gleich wieder ausrüsten, wenn ich es finde. Meditieren, Rage, Seele verschlingen. So. Ganz wichtig. Und mein Bär lasse ich mal auf meine Quick-Taste und schalte bei Bedarf dann zu meinem Schild um. Obwohl das jetzt der richtige Weg war. Moment. Nee, das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Jesper? Jesper? Bist du mir hier? Okay. Ich merke schon. Nicht nachlassen, ja. Würde ich auch gerne sagen. Aber wenn du nur drumherum stehst, hilfst du mir auch nicht viel, mein Bär. Jesper? Oh nein. Wie damals bei dem anderen Irrlicht. Im Wasserfall rein. Ja. Man merkt, die Dinge wiederholen sich. Das Irrlicht ist weg. Ist da hinten irgendwie lang? Oh Mann. Na, dann folgen wir mal ganz kurz. Oh, ne, ist ja gar kein Irrlicht, ist ein Kristallgeist. Ah. Der hat auf jeden Fall einen anderen Weg gewählt. Und die NPCs wollen dem auf jeden Fall folgen. Oder? Kommt es da überhaupt runter oder ist es jetzt da oben verbuggt? Das heißt, wir müssen es auf jeden Fall töten, wenn es da oben verbuggt ist. Ah, da kommt's. Jo, ganz schnell wieder wegrennen. Weil wir haben auch nicht mehr ganz so viel Leben. Ganz schnell mal gucken. Was mich interessiert, 60% Arcanistenfieber, okay. Ja, wir boosten da ganz schön viele Sachen ein. Auch schade, dass jetzt hier so oft verbuggt ist. Ich habe es ja in der letzten Folge mal gesagt, dass es hier ziemlich buggy ist, die Area. So wie ich das gelesen habe. Und eigentlich dachte ich, das kommt erst, wenn man in der Area etwas länger ist. Also nach Sequenzen oder so. Und nicht, dass es jetzt hier schon so ein bisschen anfängt, aber gut. Vielleicht machen wir auch einfach nur zu wenig Schaden. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der Charakter hier ganz schön verhunzt ist. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es nicht so gut läuft. Okay, jetzt haben wir das Ganze gegessen, hat anscheinend kein Leben gebracht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob es Leben bringt. Wie gesagt, ich glaube, der Charakter hier ist ein bisschen verhunzt. Das ist natürlich kacke. Alles klar. Alles klar. Halt, Geist. Wir wollen keinen Stress. Ja. Der Geist sieht es anscheinend ein bisschen anders. Das heißt, wir müssen mehr oder weniger einen Lebenstrank nehmen.
Ja gut, scheiß drauf, da wird das Arcanist-Fieber halt ein bisschen gefestigt, mehr oder weniger. Jesper, du wärst auch eine echt gute Hilfe, wenn du dich bewegen würdest. Aber gut, ich will jetzt... Okay, ich will mir jetzt ja auch nicht so direkt reinreden, wie er zu kämpfen hat. Okay. Weil ich meine, wir haben ja auch unseren eigenen Kampfstil, zum Beispiel das war gerade der fliegende Kranich. Der ist sehr beliebt und ist auch echt gut eigentlich. Aber man wird halt sehr schnell müde und dann legt man sich hin und will schlafen und ach, ihr wisst ja, wie es ist. Warum leuchte ich eigentlich so? Ist das ein Debuff? So, kommt ihr jetzt mit nach oben? Nein? Gut. Doch. Ja? Nee? Nicht ganz, also ihr könnt sich noch nicht entscheiden, er ist noch... Ach. Was mache ich denn jetzt am besten? Wenn keiner von denen mitkommt, ich glaube nicht, dass ich stark genug bin. Was könnte ich jetzt machen? Ich könnte meine Zauber auspacken, aber ich habe ja auch gar nicht mehr so viel Mana. Ich könnte versuchen, ihn immer wieder zu hitten. Und wenn er dann angreift, so ein bisschen zu blocken. Was natürlich nicht so super geil ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch wahrscheinlich überhaupt nicht schön anzusehen ist. Und wenn man auch bedenkt, dass ich nicht immer treffe. Ach, herrlich, 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 herrlich. So Leute, kommt ihr mit? Langsam wird's brenzlig. Jo. Es wird auf jeden Fall brenzlig, ich merke das gerade schon. Es ist mir auch ein bisschen zu brenzlig. Deswegen nehme ich einfach nochmal einen Genesungstrank. Ich weiß nicht, was ich sonst machen sollte. Ich könnte natürlich auch Pfeil und Bogen umsteigen, aber ich bin ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass ich das Ziel mit Pfeil und Bogen treffe. Also gut treffe. Oh, bin ich jetzt in einer guten Position? Ja, vielleicht eine gute Position zu sterben. Aber ganz ehrlich, es hat auch nicht mehr ganz so viel Leben. Ach, Gott sei Dank. Kann ich das aussaugen? So natürlich nicht. Na gut. Da müssen wir jetzt ganz kurz durch diesen Ladescreen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verbockt. Nee, scheint ganz gut zu sein. Ja, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie richtig schwach. Ich glaube, ich müsste ein paar Lehrbücher kaufen beim Schmied. Habe ich jetzt leider nicht gemacht, soweit ich mich entsinne. Weil ich meine, Lernpunkte für Bücher haben wir noch genug. Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube, wir haben noch genug. Aber irgendwie... Ich fühle mich halt richtig schwach mit diesem Charakter. Appetitlich. Nee? Immer diese Sinnestropen. Kann man nicht aussaugen. Ich versuch's noch einmal. Aber wahrscheinlich nicht, weil es schon Ektoplasma ist. Nee, geht nicht. Puh, was machen wir denn dann? Ja. Genesungstrank nehme ich einfach mal. Ja, und wie gesagt, ich fühle mich halt echt schwach mit dem Charakter. Ich meine, meine Angriffe sind nicht... Kann ich da runtergehen? Soll das etwa Schnee im Boden sein, oder? Naja, was auch immer es ist. Es gewinnt der mit Feuerwiderstand und Taschendiebstahl. Nehmen wir beide mit, sind beide viel wert. Und das mit dem Feuerwiderstand muss ich mir mal ein bisschen merken. Ich glaube nämlich, dass es da was geben könnte für uns. Also, dass es bald Feuergegner gibt. Die wir so ein bisschen, wie sagt man, in Zaum halten könnten. Vielleicht auch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon etwas hoch. Ich hoffe es zumindest. Da haben wir wenigstens ein bisschen Schutz. Oh Gott, sind ja viele Irrlichter. Nee, da gehe ich nicht lang. Das gerade eben hat mir gereicht. Ich fühle mich, wie gesagt, echt zu schwach. Ich muss mir Lehrbücher oder sowas kaufen, aber das werde ich erst nach dem Tempel hier machen. Jesper? Kommst du? Ach, Mann. Oh, was bist denn du für einer? Wisst ihr was? Ich mache jetzt folgendes. Ich gehe wirklich auf Bogen um. Weil, ups, alles andere
hat nicht so viel Sinn. Wir haben einfach zu wenig Leben und halten zu wenig aus, machen zu wenig Schaden. Es ist einfach alles kacke. So, der andere ist irgendwie auch im Wegrennen. Und der kommt auch irgendwie nicht auf uns zu. Oh, jetzt hat er sich's anders überlegt. Ja. Okay. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Stelle gefunden für den als Zoll, aber wenn man mal guckt, wie wenig Schaden wir machen. Es ist ja der Wahnsinn. Also, da kann das Spiel, glaube ich... Oh, ho, ho. Ruhig bleiben. Okay. Es ist sehr komplex hier gerade. Sehr komplexes Vorhaben, das wir da haben. Ich wollte gerade kurz gucken, ob Jesper auch kämpft, aber anscheinend nicht. Ich glaube, unser Bogen hat auch seine Magie verloren. Die Viecher sind nicht mehr am Dingsen. Das ist schlecht. Da können wir... Ach ja, da brauchen wir Alchemiestationen. Oder sowas in der Art. Ja, das ist schade. Die Kämpfe sind jetzt nicht gerade super spannend. Das ist natürlich schlecht, aber ich glaube, wie gesagt, ich denke nicht, dass das an Enderer liegt. Ich denke, es liegt einfach daran, dass unser Charakter verskillt ist, sozusagen. Oder nicht geskillt ist. Also die falschen... Also keine Bücher... Habe ich ja. Und so weiter und so fort. Natürlich, das, was wir hier gerade machen, das ist schon ein bisschen schlechtes Design. Jesper hängt unten fest. Die Trolle hängen oben fest. Ist jetzt keine Herausforderung. Also echt nicht gut. Aber, naja. Ich meine, uns kommt es gerade nur zugute. Von daher. Und deswegen kann man es auch ausnutzen, sage ich jetzt mal. Besser gesagt, wir müssen. Gibt gar keinen anderen Weg. Ja, da denke ich mir natürlich auch so, vielleicht sollten wir... Ups, da habe ich mich ein bisschen treffen lassen. Und er hat ganz schön viel Leben abgezogen. Ja, da denke ich mir halt schon, sollte ich nicht vielleicht doch... shit. Oh, da hat er einen kleinen... Fänger nach draußen gemacht. Einen kleinen Schwupps mit der Hand. Ach, das ist irgendwie kacke. Bin ich ganz ehrlich, das nervt mich gerade ein bisschen. Ich glaube, ich beende die Folge mal an dieser Stelle und überlege mir mal, was ich hier mache. Ob ich da irgendwie eine bessere Alternative finde. Zur Not gehe ich schnell zurück in die Stadt und komme danach wieder her. Mache das natürlich offscreen und hole mir da ein paar Lernbücher, damit ich vielleicht ein bisschen mehr Schaden mache. Sonst weiß ich jetzt nicht, was ich verändern könnte. Es ist auf jeden Fall kacke, so wie es ist. Zu wenig Schaden, halten zu wenig aus. Ja, das muss ich irgendwie ändern. Na, da überlege ich mir was. Naja. Ich danke euch, wie gesagt, trotzdem immer fürs Zuschauen und kann nur sagen, bis demnächst und hoffentlich dann etwas erfolgreicher.